Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flutisseus. Wie ihr schon im Hintergrund seht, wir sind wieder in Subnautica drin. Und, ich habe vorhin gesehen, als ich Subnautica gestartet habe, die letzte Folge habe ich scheinbar vorproduziert, weil das letzte Mal, dass ich Subnautica actually gespielt habe, war genau heute der Aufnahmetag. Also heute ist der 2. Oktober. Das Video kommt zwar nicht heute, aber, ne, dies, das, Ananas. Vor einem Monat. So, wir haben hier erstmal ein Kommunikationssignal. Lifepod 2 coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the runway. Schwierig. Posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Sehr gut. Mein Plan für diese Folge ist jetzt einmal eben dann dieses Signal. Okay, mal rot. Ich glaube, das habe ich mir actually gelb markiert, weil das einfach mir zeigt, wo das Höhlensystem ist. Ich weiß, dass ich die letzte Folge immer mich die ganze Zeit gefragt habe, warum habe ich das gelb gemacht? Okay, auf jeden Fall der Plan wäre dann einmal hier hinzugehen zur Chefingenieurin Yu, keine Ahnung. Und was auch noch mein Plan ist, den Krebs zu bauen. Das wäre einmal Go-To und was ich gerade eben gesehen habe. Wir haben ja immer noch hier diese geile Schwimmflosse. Ich bin mir unschlüssig, welches von beiden ich machen soll. Das könnte ich easy eigentlich jetzt schon machen. Das heißt, das könnte ich einfach nochmal extra machen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich... Ich denke mal, hiermit bin ich dann schneller. Das erhöht die Schwimmgeschwindigkeit deutlich, verglichen mit den normalen. Ich wäre halt schneller. Aber hiermit könnte ich halt meinen Stuff geilo aufladen. Also vielleicht baue ich mir einfach beide und wenn es mal sein muss, wechsle ich einfach und dann schwimme ich ein bisschen. Aber gut, selbst, ne? An sich haben wir auch die Ladestation für Batterien. So ist es ja nicht, ne? Apropos Ladestation für Batterien. Dann nehmen wir uns doch die einfach mal mit und hauen die hier rein. So, ja, das wäre jetzt auf jeden Fall der Problem, wollte ich gerade sagen. Ich bin gut, erst der Deutsch und zweitens war das nicht mal ansatzweise, was ich sagen wollte. Das wäre der Plan. Das meine ich eigentlich. Reden ist manchmal so eine Schwierigkeit. Ach so, was ich mir auch gerade noch überlegt habe. Habe ich ganz vergessen. Aber ist mir jetzt wieder eingefallen. Man kann ja diesen Scannerraum bauen. Ich weiß zur Hölle gar nicht, was der so wirklich krass bringt. Aber einfach mal machen. Wäre so der Go-To, denke ich. Aber wenn wir gerade noch hier sind, mache ich schnell schon mal die krassen Schwimmflossen. Dafür brauche ich jetzt nur die Schwimmflossen. Einmal hier. Ultra-leitfähige. Da ich gerade gesehen habe, dass wir den Scannerraum schon bauen können, wäre ja eigentlich... Ich habe zwar jetzt schon länger nicht gespielt, aber ich merke schon den Unterschied zum Schwimmen. Also ich fühle mich schon schneller. Bin ich ehrlich. So, Scannerraum. Den wollte ich eigentlich genau hier dran packen. Wir haben ja eigentlich alles, was wir dafür brauchen zum Bauen. Jetzt will ich mir auch kurz den Scannerraum einmal anschauen, bevor wir jetzt zu dem Signal gehen. Ja, findest du hier wahrscheinlich keine, ne? Du scannst ja auch weiter als nur das, was du hier anzeigen kannst. Da unten sind Fragmente. Direkt unter uns. Ja, dann haben wir das bestimmt schon gelootet. Ah, lol. Das sind... Okay, dann sind das vielleicht nichts zum Looten, aber scannbare Fragmente, die ich einfach ignoriert habe gekonnt. Ey, das ist das erste Mal, dass ich diesen Scannerraum wirklich benutze, wie er funktioniert. Ich wusste nicht, dass das so... Krass. Das Ding lohnt sich ja voll, Alter. Das kann man eigentlich in jedes Biom einmal hauen, so ein Ding. Um diese Dinger besser abzuscannen. Kann ich da wieder reinfahren? Oh, ja, perfekt. Und es hat hier auch einen Fabricator. Ah, damit ich das... Reichweitenmodul. Ja, hau rein, die Scheiße. Scannerraum Beschleunigermodul. Ja, hau rein, die Scheiße. Let's fucking go. Okay. Oh, ja, die Reichweite hat sich jetzt doch nochmal ein gutes Stück erweitert. Oh, ja. Stable. Stabil. Ja, nach Wrackteilen wollte ich eigentlich scannen. Sind hier in der Nähe Wracks? Hier ist ein Wrack. Ein Wrack. Okay. Ja, krass. Ich wusste nicht, dass das... Okay, schön, dass ich jetzt endlich mal die Funktion des Scannerraums richtig erkundet habe. Aber wir gehen jetzt erstmal zu unserem Signal hier. Schon wieder dieses Viech. Geh weg. Nochmal jumpscarest du mich nicht. Zyklopentiefenmodul, so. Rettungskapsel, T-Minus, ja. Sonst ist hier nichts. Wenn hier wirklich sonst nichts ist, war das eine schnelle Suche. Eine schnelle Exkursion. Ist das ein Kreaturenei? Blutöl.
manchmal sollte man doch ein bisschen auch einfach nur erforschen, diese, also, ne? Synthetische Fasern. Verpiss dich. Ich messer dich. Ich schwöre. Verpiesel dich. Ich töte dich. Ich hab's getötet. Ja, Sieg über die Krabbe. Krabbenkalmar. Und das hat mich gerade angegriffen. Achso, diese kleinen, ja, diese kleinen Arschlöcherfische. Manchmal sollte man aber hier einfach mal ein bisschen umherschauen. Also in anderen Biomen einfach ein bisschen mehr umherschauen. Tiefenpilz. Yo. Ich brauch dich kurz für Luft und für mehr Licht. Um diese, wo ist es, das Ding da mal anschauen. Das ist nur ein Kreaturenein? Ja, ja. Gelsack. Ist das das, was ich vielleicht für das Aerogel brauche? Oder so? Und jetzt hier, ja. Aber irgendwelche New Blueprints haben wir auch noch. Aerogel. Dafür brauche ich. Wir haben es endlich. Dafür brauche ich Tiefenpilz für die Salzsäure. Und Salzablagerung. Okay. Schnieke. Irgendwas. Irgendein neues Ding haben wir gerade auch noch. Achso, ja, ja, genau. Okay. Ja. Ich sollte mehr umherfahren und einfach random Sachen anschauen. Dann hätten wir das jetzt aber auch und das... Für irgendwas brauchte ich das Aerogel, was ich in den letzten Folgen schon mal drüber nachgedacht habe herzustellen, wo mir dann aber aufgefallen ist, ich brauche dafür das Aerogel. Was war das? Ich habe gerade einfach nur dafür gesorgt, dass wir diese Folge auch wirklich den... Krebs bauen können. Und wir brauchen dafür noch ein safe noch ein Geldsack. Und wir brauchen dafür noch ein safe noch ein Geldsack. Der Hund hat Geldsack gesagt, oder? Hallo, ich mag Moneten. Das heißt, ich muss noch mal kurz runter. Weil wenn wir schon mal hier sind, dann nehme ich den auch direkt mit. Noch ein Gelsack. Habe ich gerade Geldsack gesagt? Falls ja, sorry. Manchmal, ich bin ein bisschen dumm. You are made of stupid. Hier hatte ich doch so einen Gelsack. Ja, hier ist noch einer. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir sie mit hier. Aber wir haben schon wieder ein Notsignal. Playing partially translated broadcast. Destroyed mode. Patrol. New targets unaccounted for. One. Okay, bitte nicht. Hammer. Livepod 19 ist da hinten und da soll es Rubin geben. Wir holen uns jetzt ganz schnell Rubin. Oh ja, 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 ja. Da trinkt man einmal kurz. Was lernen wir daraus, liebe Kinder? Don't drink and drive. Auch wenn ich gerade nur was Normales getrunken habe und dieses Sprichwort sich eher auf Alkohol bezieht, aber... Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein paar gute Rubinen gefunden. Das ging schnell. Bin ich ehrlich, das ging wirklich schnell. Ich habe es nicht so erwartet. So. Aerogel. Sehr gut. Was brauchen wir jetzt noch für den Krebs? Das Aerogel haben wir, das emaillierte Glas brauchen wir noch. Haben wir wahrscheinlich auch gerade nichts zum Herstellen dafür, right? Wir haben kein Pirschzähne, aber wir haben auf jeden Fall genug Quarz. Das heißt, wir müssen jetzt Pirscherzähne holen. Blaststahlbahn können wir easy herstellen und dann haben wir eigentlich alles. Dass du meine Kamera in Ruhe lässt. Warte, der will meine Kamera sneaken. Wolltest du gerade einen Vlog aufnehmen oder was? Emailliertes Glas. Wir brauchen das doch nur einmal für den Krebs, oder? Ja. Und noch zwei Blastallbahnen. So, einmal Blastallbahn. Zweimal Blastallbahn. Wo habe ich eine Fahrzeugstation geplaced? Habe ich überhaupt schon geplaced? Ich hätte schwören können, dass ich die hier oben habe. Ich hätte sowas von schwören können, dass ich die hier habe. So. Tschüssikowski. Bis Danimanski. So, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht unten drin parken. Ich sollte
den Diamant und den Blei schon mitnehmen. Blei? Aber das können wir ja easy von hier oben aus machen. Das finde ich super. Ey, diese Mod ist ein... Es ist, die ist köstlich, diese Mod. Ja. Und wir haben den Krebs. Ja, jetzt muss ich erstmal damit... Wo ist mein Seemotor? Wo ist mein... Da. So, also ein bisschen hochfliegen kann ich ja, damit stimmt dabei was. Und eigentlich wäre es jetzt auch go-to, erstmal noch einen Dock zu bauen, wo ich dann auch den hier lagern kann. Aber auch einen Bohrerarm für den zu machen, damit ich damit geilere Erze farmen kann. So, hier sollte ich jetzt aber hier eigentlich auch mit reinkommen, ne? Ja. Sehr gut, nice. Dann haben wir jetzt auch den Krebs, wir haben die Seemotte. Was brauche ich für noch so einen Dock? Ich habe alles für noch so einen Dock. Seemotte, du musst mal kurz hier weichen. Und mal kurz an die Seite gehen. Muss ich noch einen Tauchdock dran fordern. So, warum geht es nicht? Auch wegen dem kleinen Fipsel. Der ist der Weg. Damit wir hier einfach easy das Tauchdock dran. Kann ich das jetzt einfach hier? Ja, genau so will ich das haben. Aber stable. Wir haben diese Folge gut Fortschritt gemacht. Okay, Leute. Das war's jetzt aber auch erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben diese Folge, wie gerade schon gesagt, gut Fortschritt gemacht eigentlich. Die Rettungskapsel kann ich erstmal kurz wieder ausstellen. Die brauchen wir gerade nicht. Ja, wir haben ein paar Rezepte bekommen, wir haben den Krebs, wir haben noch einen Tauchdock, wir haben den Scannerraum mal ein bisschen getestet. Fand ich super. Hier, er scannt immer noch zwei Pirscher-Zähne, er scannt aber noch danach, mach mal aus. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, hauen wir bis zum nächsten Mal. Sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein und bis dann. Ciao!